So, schönen guten Tag zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge 7 Days to Die, Tag Nummer 9. So, ja, wir müssen nochmal ganz kurz warten, natürlich bis um 6, bis der Händler aufmacht. Deswegen machen wir nochmal hier gerade den Baum weg. Und, ja, wir können eigentlich nochmal schon so ein bisschen anfangen zu buddeln. Ja, irgendwo hier so, ne? Ja, wir fangen einfach mal hier an, ganz wild drauf loszubuddeln. Ich werde erstmal so auf Steinebene hier runterbuddeln, dass wir erstmal so eine kleine Ebene haben. Das wird mir so, so eine Art kleinen... Ja, nee, also ich will jetzt keinen Tunnel oder sonst was bauen, aber so einen kleinen, ja, einen kleinen Minikeller. Wo wir dann so ein bisschen produzieren. Der so ein bisschen ebenerdig ist im, mit den Steinen halt, ne? Wollte ich mal ganz gerne machen. Weil ich jedenfalls eine ganze Menge Zeit für brauchen. Aber nützt ja nichts. Irgendwie müssen wir ja anfangen. So, ich habe mir noch ein paar Sachen eingepackt. Die können wir gleich mal beim Händler verkaufen. Dann holen wir uns eine Quest. Machen eine Quest. Dann können wir sonst hier vielleicht schon mal so ein bisschen... Mal so ein bisschen weitermachen. Mal sehen. Schon was machen müssen wir ja. Ich denke mal, die nächsten 2-3 Horden können wir auf jeden Fall da oben noch verbringen. Aber hier muss ich erstmal auf Stein runter. Auf Stein und dann machen wir hier so eine kleine Produktionsebene. Mal sehen, wie wir das bauen. Soll so eine Zwischenetage werden. Irgendwie hatte ich das irgendwie mir in den Kopf gesetzt. Ich weiß auch nicht warum. So, dann bauen wir dann nämlich dann erstmal hier so ein bisschen raus. Können wir hier nämlich schon die Schmiede in sowas hinsetzen. Schön wäre es natürlich mit Stamina das Ganze zu machen. Das wäre natürlich noch ein bisschen geiler, aber naja. Ihr kennt ja das Dilemma. Was erzähle ich euch? So. Um 6 Uhr macht sie, glaube ich, auf, ne? Also bei 6 rum. Machen wir gleich mal zwei Quests ist mal ein bisschen knapp. Weil die anderen Quests, die waren noch ein bisschen weiter weg. Erstmal nach unten, würde ich sagen. Jetzt haben wir auch Glück und da ist noch nicht... Ist das schon Stein? Nee. Mal so 3 bis 4 tief. Okay. Auch noch Erde? Ah, es könnte tatsächlich schon Stein unten sein. Auf jeden Fall kriegen wir jetzt mal ordentlich Lehm. Das ist schon mal auch ganz praktisch. So, und wie ich schon gesagt habe, ne, wir bauen auch ebenerdig. Wir werden ein schönes ebenerdiges Haus bauen. Das sei versprochen. Allerdings gilt das nicht unbedingt für die Hordenbase. Okay, alles klar. Hordenbase weiß ich sowieso ehrlich gesagt nicht, wie ich die bauen soll. Natürlich reparieren. So. So, ich wollte das eigentlich ganz gerne quadratisch bauen. Ja, ich muss auf jeden Fall noch wesentlich mehr ausheben. Oh, schon 6 nach 12, okay. Gleich mal los. Ein paar Sachen verkaufen. Und das Schmutz. Also hier zum Beispiel die Steroide und sowas. Will ich erstmal verkaufen. Kann man zwar noch benutzen, aber ja. Steroide brauchst du eigentlich immer dann, wenn du komplett voll bist. Und das versuche ich gerade am Anfang irgendwie ein bisschen zu vermeiden. Dann verkaufe ich die Steroide lieber und dann hoffentlich vielleicht kriegen wir irgendwie nochmal eine Wrench oder so, das wäre super. Mit einer Wrench, das ist schon so der erste Meilenstein, den wir erreichen, weil mit einer Wrench kannst du nämlich dann schon mal so Motoren und sowas bauen. Also abbauen. Und da kannst du dann eben schon mal so ein bisschen Geld verdienen. Und wenn wir Geld verdienen, dann kriegen wir nämlich dann auch dann schon wieder so ein bisschen was. Können wir schon ein bisschen was einkaufen. So, haben wir noch was? Sharpsticks Bogenschießen. Wasserfilter, ja gut, da sind wir noch ein bisschen weg. Kochtopf, das könnte man, ne? Aber Holzbogen 4,9, ja gut, da sind wir weit weg von.
Genauso wie von dem einen anderen Stuff. Okay. Naja, erstmal hier so ein bisschen. Abholen. Vergrabene Vorräte abholen. Alles abholen? Okay, machen wir 383. You need some work? Fantastic. Hope to see you soon. Ja, natürlich. Wir werden uns öfter sehen, Jen. Glaub mal dran. Und glaub mir, irgendwann wirst du mit mir ausgehen. Irgendwann wirst du mich fragen, wollen sich vielleicht auf ein Käffchen hier mal zusammen hinsetzen. Ich würde es, weiß ich, was ich ganz cool finden würde bei diesem Spiel. Wenn man nachher irgendwann mit dem Händler so gut verknüpft ist, sage ich mal. Also wegen ab, man kann ja sagen, ab Level 3. Also wenn du Level 3 beim Händler hast, dass du ab da an wirklich Tag ein, Tag aus da reingehen kannst. Also wenn du halt dieses Limit von 22 Uhr eben halt nicht mehr hast. Ja, das würde ich, glaube ich, ganz cool finden. Das ist 100%ig ein Hund irgendwo. Das würde ich ganz cool finden, ne? Dass man so dieses Limit aufheben kann. Auf der anderen Seite finde ich es wieder ganz gut, wenn man so ein Limit hat, ne? Weil man sich dann doch erstmal so ein bisschen daran halten muss. Wenn du dann nachher wieder was freischaltest, dann hast du wieder was im Endgame, was dich eigentlich gar nicht mehr juckt. Wenn du Tag ein, Tag aus dann nur noch zum Händler kannst, ne? Dann machst du da auch wahrscheinlich erst recht nichts. Naja. Ist vielleicht auch keine so unbedingt schlaue Idee. Man weiß es nicht. Aber es wäre jetzt erstmal eine fixe Idee gewesen. So. So, abholen. Das sind natürlich relativ gütige Missionen. Da können wir, wenn wir Glück haben, einfach die Kiste rausholen und dann fertig. Leckere Lappen. So. Ja, müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ist das nicht hier so eine... Das ist, glaube ich, keine Hundebase hier. So, hast du es denn? Haben wir hier vorne gleich die Kiste? Sieht mir so sehr nah aus hier. Meter. Auf jeden Fall direkt dahinter. So, muss eigentlich direkt dahinter sein. Mehr oder weniger. Dann sparen wir uns nämlich gleich ein bisschen Stamina und holen uns dafür gleich direkt die Belohnung. Das ist immer, läuft doch. Läuft doch, zack. Da können wir lieber auf die Art und Weise mal so 2, 3 Quests machen. Dann haben wir schön Geld gleich am Anfang. Und wir müssen auch sehen, dass wir auf jeden Fall auch Jen ein bisschen skillen. Also nicht Jen als solches, aber... Das wäre das Handeln ein bisschen skillen. Das wäre auf jeden Fall mal ganz praktisch. Also, dass wir auch bessere Belohnungen kriegen und 2 Belohnungen und so weiter. Ein so ein Schweinkram. Da müssen wir auch hin. Tja, mal siehst du, das war schon der erste Streich. Wir haben es 9 Uhr, dann schaffen wir vielleicht noch eine zweite. Und wenn wir dann noch gut sind, dann werden wir noch ein bisschen bauen gleich. Oder zumindest erstmal buddeln. Bauen vielleicht noch nicht, aber auf jeden Fall buddeln. Damit wir schon mal so den Grundstock haben. Was ist das? Diese Stamina macht mich fertig. Denn, denn. Denn, denn. Ja, gut, ich meine, die ersten Quests sind sowieso ein Mau, ne? Also machen wir uns nichts vor, die sind ja relativ überschaubar. Also es sind meistens auch nicht so viele Zombies da, dann ist es schon mal ein Highlight, wenn da mal ein Hund da durch die Gegend rennt. Nicht, dass ich es darauf beschwören möchte, aber es ist ja meistens so.
So, machen wir gleich noch eine zweite. Wir haben es gerade 10 Uhr. Da sind wir ganz gut in der Zeit. Na, sag ich für nette Pflänzchen hier. What are you buying today? Buyen, nix buyen. Bekommen. Helmlichtmod. Oh, sehr geil. Helmlichtmod, die nehmen wir mit. Nehmen wir mit. So, Aufgaben. Abholen in 3,62. Hurry back soon. And I'll have a nice reward for you. So, ja. So, warte mal. Einmal. Dann brauchen wir einmal die Helmlichtmod. Einmal verändern. Und einmal. Zack, 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 zack. Sehr schön. Ist, dann machen wir schon mal gleich Lämpchen an. Sehr gut. Sehr gut. Guck mal, siehst du mal, gleich ein Lämpchen. Das ist mühsam jetzt hier, das Eichhörnchen, aber es geht voran. So, dann am besten als nächste Belohnung gleich eine Wrench oder sowas, dann sind wir schon gemacht. Ich sag ja, das ist schon so der nächste Meilenstein. Wenn wir erstmal dann eine Wrench haben, dann können wir mit der Wrench dann vielleicht schon ein paar Autos auseinanderschrauben. Wenn wir ein paar Autos auseinanderschrauben, haben wir Motoren, Lämpchen und all den Scheiß. Und dann können wir den Kram verkaufen. Dann kriegen wir erstmal wieder Geld. Wenn wir Geld haben, dann kriegen wir ein paar Wasserfilter. Wenn wir Wasserfilter haben, haben wir Wasser. Dann können wir vernünftig kochen. Ah, das ist so der Werdegang. Kommen wir so langsam voran. Ah, da vergeht noch ein bisschen Zeit. Ja, ich versuch's immer wieder. So. Das wäre schon mal super. Aber wir können ja eine Wrench so, tatsächlich sogar auch bauen, ne? Ich meine, wir konnten eine bauen, eine Level 1. Oh, selbstgebautes Maschinengewehr 4 können wir schon haben? Okay. Na, da sollten wir vielleicht schon mal... Aber ich glaube, ich hatte immer die... Hier das Jagdgewehr, weil ich sonst Gefahr laufe, dass ich relativ viel verballere. Und mit dem Jagdgewehr, du bist ja gezwungen, Einzelschuss zu machen. Insofern ist es vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn wir mit der Waffe weiterspielen, nicht unbedingt mit einem Sturmgewehr. Sonst haben wir nachher innerhalb von wenigen Sekunden gar nichts mehr. Die schon kommen. So, 11 Uhr. Ah, ich glaube, hier wird das nicht ganz so einfach. Na? So. Aber wir müssen den Keller runter, ne? Und das ist auf der anderen Seite. Scheiße. Gut. Die nerdige Brille. Ah, können da Hunde drin sein? Auf jeden Fall ist es unten im Keller. Lalalalalala. Das habe ich mir schon gedacht, dass es... Das habe ich mir schon gedacht. Dass es darunter geht. Ah. Ja, gut, hier werden wir nicht so schnell durchkommen. Ich bin fast gewillt, hier mir einen kleinen Weg zu machen. Damit wir zumindest aus dem Keller rauskommen. Hier geht's runter in den Keller, alles klar. So, sehr schön. So, gekochtes Fleisch und Juckersaft freigeschaltet, sehr gut. Auch da geht's langsam voran. Ah, komm hier, das schmeiße ich auch mal weg. Weißbrot mache ich erst dann, wenn ich Wasser im Überfluss habe. Das ist, glaube ich, noch, da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen weg. So, auch das. Zack. Ecke haben. So, kommen wir hier hin. Noch finaler Loot. Vielleicht. Na komm. Komm schon. Ah, hier sind wir direkt drunter, ne?
So, hier irgendwo. Ich will mal gerade was gucken. Ja, wahrscheinlich wird das wieder unter der Treppe sein. Na gut, schauen wir mal. Moin! So, schnell looten hier. Bisschen Eisen. Ah, Chrysanthemen, nee, komm, brauchen wir nicht. Plastik, ja. Hier sind die finalen Kisten. Ja, kommen sie raus. Na komm. Upsi. Genau das passiert nicht immer. So. Ein bisschen Blei, alles klar. Sonst ist hier nix. Oh, okay. Ein Gewehr müssen wir gleich mal gucken, ob das besser ist. Aber wie ich schon sagte, also ich habe die Waffe eigentlich ungern. Schön. Schön Löcker nach Honig dabei. Ah. So, dann gucken wir doch mal. Was hat die für einen Fernkampf? 48,8. Jetzt 31 sogar. Okay. Aber da insgesamt ist die Magazingröße natürlich schlechter, Schuss die Minute ist sie schlechter und Haltbarkeit ist natürlich schlechter. Logisch. Aber dafür ist mir die gerade so ein bisschen sympathischer. Ja, Mist. Nicht sauber getroffen. Mal gucken, ob das der letzte Zombie war hier in der Ecke. So, wo ging das denn jetzt hier runter? Hier ging es runter, ne? Ja, hier geht's runter. Ja. Und hier drunter ist er nämlich. Oben oder unten? Wie, das siehst du nach oben an? Wo ist denn das Vieh? Da seid ihr. Mensch, Mädels. Oh, komm. Nein, 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 nein. Ich finde das teilweise so creepy, ne? Wie die dann auf dem Boden kriechen. Das ist so ekelhaft. Von den Spiders kennt man es ja nicht anders. Ach, die ist auch tot, alles klar. Ja, ne, ist ja gut. Drücken wir auch noch was? Oder irgendwer? Eine Überraschung, bitte. Hier haben sie die gut versteckt. Guck mal, so würde ich mir das vorstellen, dass es hier ständig so ist. Auch wenn es das für mich natürlich immer schwerer macht, aber... Oh, wen haben wir da denn? Gott, 15.30 Uhr. Noch was Feines dran? Oh ja, kann ich alle brauchen.
Speck mit Eiern freigeschaltet. Sehr gut, das können wir auch brauchen. Brauchen wir dann natürlich nur noch einen Grillrost. Was ist das hier mit Samen, ne? Ja, Samen. Zweier Knüppel, ja, ich glaube, den können wir zerlegen, weil zwei haben wir auf jeden Fall schon mal in der Kiste zu Hause. Glaube ich. Ich glaube, wir können auch sogar schon bessere craften. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Oh, noch so eins. Oh, gut. Und was können wir jetzt machen? Kürbisbrot mit Blau... hier, Blaubeerkuchen können wir auch machen. Sehr gut. Ja, siehst mal. Noch mühsam nennt sich das Eichhörnchen. Das geht voran. Sehr gut. Ja, fein. So, das heißt, wir haben die Kiste. Wir können zum Händler zurück. So, prima. Siehst du, haben wir zwei geschafft heute. Fein. 16 Uhr. Dann machen wir uns gleich noch ein bisschen... Bauen wir gleich noch ein bisschen, beziehungsweise graben gleich noch ein bisschen. Und dann ist der Tag auch schon wieder rum. Ja, es rennt die Zeit, ne? Es rennt einfach. Bei 40 Minuten Tagen aber auch kein Wunder, aber es ist natürlich. Muss noch ein bisschen Gas geben. Aber trotzdem haben wir zwei Quests geschafft, das ist sehr gut. Wenn wir nachher die entsprechenden Werkzeuge haben, dann geht das nachher sowieso alles ein bisschen schneller oder nachher ein. Motorrad haben oder generell Fahrzeuge haben, dann geht das auch insgesamt ein bisschen schneller. Und nachher ist es sowieso egal, auch wenn wir nachts unterwegs sind, dann haben wir die Bewaffnung. Spätestens dann, wenn ich eine Pumpgun habe, eine vernünftige Pumpgun, wohlgemerkt, eine vernünftige Pumpgun habe, schön mit Munition und schön noch ein Sturmgewehr und ich meine jetzt eine AK-47 oder irgend sowas, dann kann man nachher schon mal so ein bisschen nachts mal loseiern und dann kann man sich dann auch mal nachts auf irgendeinem Gebäude so einquartieren, da muss man nicht unbedingt zu Hause sein. Aber das mache ich eben halt alles erst, wenn wir entsprechend bewaffnet sind und motorisiert. So. Wie viel Geld haben wir eigentlich jetzt? Insgesamt 1847. Ja. Ich hoffe, dass wir eine Wrench kriegen. Das wäre super. Wrench wäre echt top. Das wäre super. Auch wenn es nur eine 1er Wrench ist, ist das mal egal. Aber wir hätten erstmal eine 1er Wrench und könnten ein bisschen... Material abbauen und könnten ein bisschen was verkaufen. Auch auf die Gefahren, dass Jen natürlich nicht alles abkauft, aber zumindest erstmal ein bisschen. So. Jen, ich bin fast da! Brauch einfach mal eine Nackenmassage. Richtig schön, so eine Nackenmassage, so abends zum Feierabend. Das wäre mal super. Another stranger in need. Congratulations. Another. Oh, Wasser, ja, sehr gut. Wasser. Bogenschießen würde ich auch ganz gerne nehmen. Auch die Munition würde ich ganz gerne nehmen. Aber wir brauchen erstmal Wasser. Wir brauchen erstmal Wasser. Es sei denn, wir kriegen richtig viel Kohle. Na, 3,46, nicht so wirklich. Ja gut, dann auf jeden Fall Wasser. Gib mir nochmal eine Aufgabe. Dann können wir sonst gleich nächsten Tag machen. Vergrabene Vorräte erstmal nein. Das geht mir. I will give you Employee of the Month. Das kriegen wir noch hin. Zwei weitere Aufträge diesen Monat, dann werden wir Mitarbeiter des Monats. Ich denke mal, das kriegen wir. Ich denke, das schaffen wir. So, lass uns das mal ein bisschen weiter bauen, auch wenn das vielleicht ein bisschen ruhiger ist. Aber wir müssen ja ein bisschen was tun, nützt ja nichts. Bisschen ein bisschen Grabi-Grabi. Aber erstmal was trinken, würde ich sagen. So, erstmal schön Wasser reindrücken. Ah, herrlich. Wobei Essen eigentlich noch ein bisschen akuter ist, ne? Na gut. 15 minus Gesundheit, ja. Ist mal egal. So, einen noch. Haben die Hälfte weggesoffen. Mal ein Löchlein. Lass mal ein Löchlein. Okay. Buddeln wir noch ein bisschen weiter. Also wie gesagt, wie ich mir das so vorgestellt hatte. Hier unten kommt nachher so eine Grundplatte rein. In dieser Grundplatte, in dieser Senke kommen halt unsere ganze Produktion rein. Ne? Also da kommt zum Beispiel eine Werkbank rein, Schmiede rein, das ganze Gelumpe. Dann kommt auf der ebenen Erde, also im Erdgeschoss kann man sagen. Erdgeschoss kommen dann vielleicht die ganzen Kisten rein. Und eben halt die allgemeine Hauptbasis. Und dann machen wir vielleicht einen zweiten Stock noch. Vielleicht mal so kleine Schlafräume oder irgend sowas. Irgendwie sowas, habe ich mir gedacht.
Und nachher nach ganz oben machen wir nachher die Beete. Das bauen wir nachher all inclusive. Da brauchen wir natürlich nur jetzt auch Ewigkeiten für. Aber wir müssen ja schon mal anfangen. Ich weiß ja auch noch gar nicht, wie ich das hier bauen soll. Ja, ein paar Blöcke. Wie viel können wir maximum machen? 166 oder machen wir gleich mal 50? 50 Blöcke erstmal. Und 1000 Leben haben wir auch schon dabei. Das heißt, wir können nachher ordentlich einschmelzen. Sowieso mal sehen, wie groß diese Grundplatte nachher werden soll, weil ich werde, glaube ich, erstmal ja, ich denke mal 2 und 2 jeweils einplanen. Das heißt, jeweils 2 Schmieden, 2 Werkbänke und so weiter. Das werde ich, glaube ich, erstmal einplanen. Ich denke mal, das passt einigermaßen. Ja, ich denke schon. Hier ist definitiv Stein, naja. Außerdem können wir nachher hier ja auch noch gleich mit dem Lehm auch gleich noch unsere Pflastersteine machen. Unser Grundstein. Irgendwie höre ich doch irgendwie rascheln. Das hört sich immer so an, als wenn die Zombies durch die Gegend rennen. Ah, man wird immer so paranoid bei 7 Days. Unglaublich. Ja, wie gesagt, hier bauen wir unseren Grundstein hin. Mal sehen. Vielleicht brauchen wir gleich noch ein paar Steine. Hatte ich eigentlich Steine noch dabei oder? Ein paar hatte ich. Ja, gleich mal Rezepte. Wassersteine, zack. Ist natürlich jetzt erstmal ein bisschen langweilig, aber nun ja, wir müssen so ein bisschen was machen. Und das geht nun mal nur tagsüber. Ich mal sehen, ob wir dann vielleicht nachts mal ein bisschen bauen können. Vielleicht nachts dann eher mal, wenn wir vielleicht schon mal so eine Mauer oder sowas haben oder das eigentliche Haus. Schon mal so ein bisschen was machen können. Aber klar. Ach, jetzt habe ich hier wieder keinen. Ja, ich bin natürlich sehr, sehr schlau. Haben wir hier noch mal irgendwo einen Stein rumliegen? Ein kleines Steinchen. Ein kleines Schweinchen. Das. Nee. Das ist kein Stein. Ein kleines Stein. Für das kleine Schwein. Oh, keine Steinchen hier. Da ist ein Stein. Da haben wir doch eins. Oh. Haben wir hier vielleicht noch irgendwo vielleicht nur irgendwie so einen Ressourcenstein? Nicht wirklich, ne? Da. Da haben wir noch einen Ressourcenstein. Obwohl das ja genau genommen kein Ressourcenstein mehr ist, aber ich nenne es halt trotzdem Ressourcenstein. Der guten alten Tage wegen. Früher, wo hier noch Eisen drin war, Kohle, Nitrat glaube ich auch. Gleich skillen wir schon wieder, beziehungsweise punkten wir. Übrigens, ja gut, ich habe eigentlich schon meine Skillpunkte schon ausgegeben. Ich weiß gar nicht, wohin ich die investiert hatte. Ich glaube überwiegend in der Mischmasch. Also ich hatte, glaube ich, Bergbau hatte ich, glaube ich, ein bisschen investiert.
Und ansonsten so ein Allgemeinkram. Level up, sehr gut. So, den Stein machen wir fertig. Ja, dann haben wir schon Tag 9 rum. Das heißt, wir haben schon wieder Tag 10. Das heißt, wir haben noch 4 Tage bis zur nächsten Horde. Also ich denke mal, wir werden hier noch bis zur nächsten Horde auch hier verweilen. Wir werden erstmal noch ein bisschen weiter arbeiten, noch ein bisschen weiter questen. Zumindest, ja, wie viel hatte sie jetzt noch? 2 Abholquests und eine Grabenquest. Naja, aber graben will ich eigentlich nicht. Das geht zu sehr auf die Stamina. Ah, mal gucken, vielleicht... Ja, weiß ich noch nicht. Keine Lust auf Grabenquests. Ich hab da keinen Bock drauf. Because of langweilig und ressourcenfressend. Dann mal schnell oben in die Butze. Und hier, wie gesagt, hier können wir ja easy, so, naja, unsere 1-2 Horden können wir hier oben noch locker wegarbeiten. Denke ich mal. Jo. Da können wir auch noch ein Baden Watt. So, das kann mal weg. Das kann weg. Das kann weg. Das können wir verkaufen. Das Repair Kit können wir auch mal wegschmeißen. Ja, den haben wir, lassen wir auch erstmal hier. Ich glaube, das brauchen wir erstmal noch. Ich guck mal, 1193. Da kommen wir doch schon mal der Sache nahe. Das ist fein. Federn hatten wir doch auch irgendwo noch, ne? Oder haben wir schon alle verbraten? Nee, wirklich. Essen. Ja, guck mal, dafür brauchen wir nachher wieder. Moment, hatten wir nicht Bacon and Eggs schon? Weil sonst müssten wir nächsten Tag mal. Warte. Bacon Eggs. Hallo, Nahrung. Blind? Bin ich. Ah, guck mal, Bacon Eggs haben wir durch. Das heißt, wir werden nächsten Tag werden wir kurz mal nach Hause, also was heißt nach Hause, also zu unserer ehemaligen Base zurück und werden uns da mal den Kochtopf holen. Weil wir da nämlich Bacon Eggs mitmachen können. Das sollten wir auf jeden Fall tun. Ich glaube, Grillrost hatte ich noch nicht. Nee, ich glaube, Grillrost hatten wir noch nicht, aber wir hatten den Kochtopf. Das wäre schon mal fein. Also mal Bacon and Eggs. Speck mit Eiern brauchen wir. Speck mit Eiern. Cholesterin, bla bla bla. Ah, passt schon. Okay, super. Oh, da haben wir noch jemanden. Na, dich lassen wir mal rumlaufen. Ist egal, machen wir nächsten Morgen. Ja, nee, also das heißt, wir würden nächsten Tag laufen wir nochmal kurz zu Trader Rex rüber. Und zu unserer alten Basis und nehmen da schon mal ein bisschen was mit. Wahrscheinlich haben wir da auch noch ein paar Ressourcen, so Fleisch und so ein Krams. Können wir dann eben halt noch mal ein paar Essensressourcen noch mal mitnehmen. Das, was sich halt anbietet, ne? Machen wir das so. Dann machen wir halt noch keine Quest. Oder wir schaffen nachher auf dem Rückweg die Quest. Wenn wir in die Richtung gehen, auf dem Rückweg nachher daran. Da lang. Und dann machen wir das vielleicht nächsten Tag noch mal. Aber gut, machen wir das, machen wir das. Würde ich sagen. Also einmal kurz nach Hause, zu unserem ehemaligen Zuhause, dann vielleicht die Quest auf dem Rückweg und dann hierhin. Oh, sollte passen. Ne? Na gut, alles klar. Dann würde ich sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs dabei sein und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Saturday's Day wieder, Tag 10. Und ja, Material holen, Quest machen, wieder zurückkommen, buddeln, freuen. So sieht der Plan aus. Alles klar, macht's gut, bis dann. Tschüss.